Also wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das Kreuzband, das vordere Kreuzband durch ist und das Innenband zumindest ein Teilabriss ist. Und was sonst noch kaputt sein könnte, muss man dann beim MRT abwarten, ob jetzt Knorpel und Meniskus was haben, muss man dann schauen. Ja, wir haben ja eigentlich alle schon geschrieben und alles Gute gewünscht. Und ja, wie gesagt, kenne das ja eh schon. Ist jetzt genau, glaube ich, ein Jahr her, wie die links die Kreuzbandgeschichte gehabt habe, jetzt ist rechts das gute Knie eigentlich, das was bis jetzt noch nie was gehabt hat. Und ja, wie gesagt, ist bitter, aber geht auch wieder irgendwie weiter. Ja, natürlich Frust, Enttäuschung natürlich auch, aber aufgrund dessen, dass meine Karriere eigentlich ja eigentlich immer mit Verletzungen oder dass ich immer mit Verletzungen eigentlich zu kämpfen hatte, weiß ich, wie das ist, aber weiß auch, dass es immer wieder einen Weg zurückgegeben hat, dass ich trotz der ganzen Geschichten immer wieder im Tor gestanden bin und auch trotz allem im Team die Nummer 1 bin, auch mit der Kreuzbandverletzung letztes Jahr auch bei der Euro spielen habe können und dort auch eine gute Leistung gebracht habe. Und auf diesen Dingen versuche ich mir jetzt auch aufzubauen, um dann wieder zurückzukommen.